Am Ende ist es dann eben doch eine Gefühlssache. 2 Jahre lang lief vieles nur digital ab. Hier auf den 3 parallel stattfindenden Frankfurter Textilmessen dürfen die Stoffe wieder vor Ort begutachtet und angefasst werden. Wir haben wohl andere Wege versucht während dieser Zeit, um unsere Artikel vorzustellen. Aber letztendlich ist das persönliche Kontakt immer noch das Beste und dafür ist eine Messe auch recht wichtig. Auf jeden Fall. Also die letzten, ich sag mal, 3 Jahre waren schon auch nicht einfach in vielerlei Hinsicht. Das haben wir auch von unseren Kunden und Partnern gemerkt. Also wir haben natürlich auch versucht, viel digital zu machen, aber das ist natürlich einfach nicht dasselbe. Also man muss es wirklich fühlen und sich anschauen können. Sagt Elisabeth Joost, die für die Tech-Textilmesse dieses LKW-Fahrrad mit eingekleidet hat. Mit einem UV-strahlend abweisenden Stoff, in den eine Menge an Technik eingearbeitet ist. Sensoren auf der Ladefläche zum Beispiel oder textile Blinker. Noch ein Prototyp, aber vielleicht schon bald in praktischer Anwendung. Also hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Szenarien für den innerbetrieblichen Warenverkehr, aber auch in Großstädten für die Auslieferung von Lebensmitteln, aber auch zum Beispiel für Handwerker, die da unterwegs sind. Weil hier mit dieser, ich sag mal, kleinen Lösung ist man natürlich sehr flexibel und sehr wendig. Auf dem Heimtextil Summer Special nebenan finden sich die unterschiedlichsten Wohntextilien wieder. Hier sind es besonders schwer entflammbare Stoffe für Küche, Wohn- und Schlafräume, funktional, aber trotzdem trendy. Viele florale Muster sind auch wieder gefragt und sehr viele Velourstoffe sind wieder im Kommen. Und Sie sehen in den verschiedenen Farben, in unseren verschiedenen Einheiten hier, sehen Sie auch, dass Blau sehr stark wieder im Kommen ist, aber trotzdem auch noch die Pastellfarben immer noch sehr gefragt sind. Rund 2300 Aussteller präsentieren sich in den Frankfurter Messehallen. Die nächste Heimtextil findet hier bereits im nächsten Januar statt.